Gut, wir sind jetzt auf eine Dreiviertelstunde insgesamt Spielzeit. Kommt mir echt noch nicht so lang vor, also auch mit meiner Folgenaufnahme her. Aber das war Bear Tracks und jetzt haben wir wieder nur eine Mission. Schauen wir mal, was kann denn Digga noch X29? Die A10 Stability ist halt Bombe, Ground Attack. Ah, die kostet halt 100.000, 110.000. Ah, das ist aber von den Werten her schön hoch. Im Durchschnitt. Ich glaube, die MiG-29, die hatte ich im Folgenteil auch. Oder die MiG-30 war die mit der mega hohen Defense, die ich mir aber nicht genommen habe. Aber die MiG-29 war einer von den wenigen Flugzeugen, die ich mir genommen habe. A10. Die Power ist halt so gering. Das ist halt eines der langsamsten Flugzeuge in den anderen, späteren Ace Combat-Teilen zumindest. Und von dem leite ich das einfach ab. Die A10 ist unglaublich stark, was Ground Targets angeht. Später auch mit den speziellen Raketen und sowas allem. Und die hält auch relativ viel aus. Aber es ist eines der langsamsten Flugzeuge über alle Teile hinweg. Und auch eines der nicht so gut manövrierbaren. Von dem, was ich halt später aus den Teilen kenne. Also eben Stability hoch, Defense hoch, Ground Attack hoch, Power, Climbing Ability sehr gering. Wenn es mal ein richtiges, wenn es wieder, sollte es noch so einen Canyon Run geben, dann nehme ich mir die A10. Aber überall, wo auch andere Flugzeuge dabei sind, glaube ich, werde ich mit der A10 einfach nichts rechtkommen. MiG-29 hingegen, die kaufe ich mir aber auf jeden Fall. Und da haben sie den Strompreis wieder nicht bezahlt. Naja. Escorting our attack operation. Ja, diesmal kann ich gar nicht so viel von der Karte her ableiten, wie wir den Feind zurückdrängen. Aber wir kämpfen auf jeden Fall über den ganzen Kontinent hinweg. Escorting our attack operation. A bomber unit is to attack the enemy shipbuilding facility after finding an opening when the enemy front unit retreats. We want you to escort the bomber unit for this operation. Target, the enemy fighter unit. As you know, this shipbuilding facility is an important strategic base for the enemy's carrier mobile fleet and supply ships. Escorting our bomber unit is your first priority. But try to sink as many enemy warships as possible. We wish you luck. Das muss man sich doch mal in echt vorstellen. Wie soll das gehen? Ich bin ein einziges Begleitflugzeug. Das müssen wir jetzt eh hier in den Infos sehen. Ein einziges Begleitflugzeug. Und ich soll, was ich davor gesehen habe, 4 oder 5 von unseren Bombern beschützen. Gegen 10 gegnerische Flugzeuge und währenddessen noch die Aufgabe der Bomber übernehmen und die feindlichen Warships versenken. Warum schicken sie die Bombe überhaupt mit? Sollen nämlich gleich von Anfang an alles allein machen lassen. Das gibt's ja nicht. Ah, was haben wir denn hier? 2 SF-37 Aces. Aber es scheinen auch nur die Flugzeuge die Targets zu sein. Aber wenn ich die Bomber beschützen muss, ist eigentlich voll doof. Das heißt, ich würde dann alle Flugzeuge bis auf eins erledigen und mich dann um die Bodenziele kümmern. Aber wenn die dann die Bomber angreifen, das ist auch ein Blödsinn. 2 FA-18D, auch Aces, na super. Ein Transportschiff, kein Warship. Noch ein Transportschiff, auch kein Warship. Was redet ihr von Warships? Das sind Container, das sind Transportschiffe. Der Typ hat einfach F-14 Zoe. Zylindrisches Operations... Entertainment. Keine Ahnung, wofür Zoe steht. Zoe F-14 schaut schön aus in Rot. Schaut echt nicht schlecht aus. Das ist aber, okay, das wollte ich mir schon sagen, ein Zoe, das ist ja irgendwas mit dem Namen, also Medaille, ist aber kein Target, ist nur ein Danger. 31.000 bringt das, bist du deppert. Und dann noch einmal 2 F-18, was habe ich da eigentlich? Kein Ace oder so. Die werden wahrscheinlich alle mit Namen werden automatisch Ace sein. Nochmal 2 F-18 Aces. Nochmal 2 F-37 Aces. Ah, und hier haben wir unsere 4 B-1. Ich hoffe, es muss nur einer überleben. Dann können die drei von mir aus abschießen.
Und wenn ich die angreife, dann haben die Bomber zurückgeschossen teilweise, die haben 40.000 Raketen ausgehalten. Wahrscheinlich, wenn die Gegner angreifen, die schauen sie nur von der Seite aus an und die, oh nein, ich versink mich mal und geht schon runter. 4 B1 Bomber, die wir guarden müssen. Gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein Flugzeug muss 4 Flugzeuge gegen 9 feindliche Flugzeuge beschützen und gleichzeitig noch Bodenziele am besten ausschalten. Kein Problem. Ja, das mache ich einfach so mit links. Brauche ich doch keinen Wingman dafür. Ich probiere es ohne. Meine Ehre lässt es nicht zu, dass ich das mit dem Wingman probiere. Mit meiner neuen MiG-29. Ich muss sagen, das Türkis von der Farbe ist schön, aber es taugt mir eigentlich nicht zum Flugzeug. Sledgehammer. Da wäre es mir nicht so schade gewesen, wenn sie das drüber lackiert hätten. Die Musik auch wieder. Boah, ist sicher, der trifft mich für 41 Schaden gleich. Kein Problem. Macht nichts. Das halte ich schon aus. Vor allem der weicht meine Rakete aus. Die Mission regt mich einfach schon von Anfang an auf. Komm schon. F-18, zwei Raketen. Ja. Okay, die machen einen so einen Run anscheinend und dann drehen sie erstmal für 10 Jahre lang ab. Ja, so viel Schaden von Anfang an taugt mir gar nichts. Ja, sie muss ein Flugzeug hinterher. Meine Power ist nicht so gering, ich sollte dem hinterher kommen. Sicher! Sicher! Ach, war das so ein Scorpion-Move oder wie das heißt? Das war cool, wenn das mit Absicht war. Wie viele... Oh, hier sind so viele Sachen. Sind das alles Flugzeuge? Ja, also Hubschrauber. Ist ein Lock. Ja, Help Wanted, ich mache hier selber jetzt einmal. Na komm, komm, komm. Mayday, Mayday. Haben die einen schon abgeschossen? Na super. Echt, da ist nur noch einer über. Okay, die Mission... Ich glaube, die muss ich nochmal starten. Okay, damit habe ich... Ja. Ah, da haben sie gesagt, Bomber Unit to Scarface. Da haben wir sogar unseren Namen gehört. Ich hoffe, ich bin nicht abgeschossen worden. Das sollte mich kein Geld kosten. Garbage Collecting? Okay, danke. Was war das für ein Angriff gegen mich? Okay, die kann ich also ohne Kosten öfter probieren. Ich probiere es nochmal ohne Support. Sonst hätte ich gesagt, ja, Support lasse ich dann beim Bomber. Und ich greife halt währenddessen die Bodenziele an und dann am Rückflug kümmere ich mich auch um die Flugzeuge. Es ist halt... Org. Wie schnell die jetzt abgeschossen worden sind. Hallo, was gibt mein Flugzeug einfach weg? Die sollen sich einfach nur alle vor mein Zielvisier hängen. Was fliegen die dann in irgendwelche Richtungen, wo ich nicht gescheit ziehen kann? Ich hoffe einfach, dass das trifft. Ja. Alter! 41. Zwei Raketen halte ich einfach nur aus.
Wieso sind die schon so weit vorne? Wo sind die? Da hinten. Ich komme hier doch zu nix. Zwei haben dich schon abgeschossen. Bingo, okay. Abgeschossen an. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen. Vor allem die Helikopter haben ja auch Raketen dabei, oder? Ich muss die Flugzeuge, das da hinten ist. SF-37. Ja, sehr gut. Da ist ja irgendwas im Weg, oder nein? Nein! Nein, 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 nein. Ich glaube, solange die Flugzeuge hinter mir her sind, soll es mir recht sein. Nicht getroffen! Was soll der Blödsinn? Er ist zwar unten. Nein, da ist ein Flugzeug hinter denen her. Aber vielleicht lenke ich ihn damit ab. Nein, der hat den letzten, den vorletzten Bomber. Ja. Ja, running from yours. Na, der, weil der geht jetzt auf den anderen Bomber. Einfach ablenken. Ja. So, jetzt schauen, dass. Einer von denen eine Bombe hintergeht. Das sollen ruhig mich alle jagen. Damit habe ich kein Problem. Ja. Nice! Das Spezialflugzeug. Das muss ich auch einfach deswegen abschießen. Weil falls das auch auf die Bomber geht, das sehe ich auf der Karte nicht. Mir werden nur die Targets angezeigt. Achso, das hat nur zwei gebraucht, okay. Okay, er kann nicht den Bomber. Ich hoffe, die Mission ist nicht einfach vorbei, nur weil der Bomber... Wow, wie genau war das? Nur weil der Bomber die Karte verlässt. Aber der Bomber ist jetzt weit weg. Ich hoffe, der dreht sich nicht wieder um und kommt zurück. Musik. Okay, der Bomber hat nur entkommen müssen. Mann, ich habe aber so viele Sachen verpasst. Ich habe so viele... Vor allem, das war ja nicht mal das letzte Target-Flugzeug. Da hatte ich ja noch eins über, oder? Oder war das schon das letzte Target-Flugzeug? Das wäre dann blöd. Können wir mal schauen. Ich habe gesagt, 9 Flugzeuge waren es. 8 davon Targets und 1 war das Zoe. Wir haben 4 Flugzeuge. 4 FA-18 plus 3 SF. Na, eine SF gab es dann noch. Ja, ein Target habe ich jetzt echt nicht abgeschossen. Es hat einfach nur der Bombe entkommen müssen. Aber es war noch mindestens eine Machine Gun und ich glaube, ein oder vielleicht sogar 2 von den AH-64 Helikoptern waren unterwegs. Aber ich habe die Zoe. Das war mein Hauptziel, dass ich die auch noch erwische. So, 31.000 bringt einfach mehr als den Mission Reward selber. Aber fast 9.000, wahrscheinlich 50% wären genau 9.000 gewesen, die man da abgezogen hat. Huiuiui. Ohne den wäre ich fast auf 100.000 wiederkommen. Senior Master Sergeant, du, es ist das Gülden. Und Zoe Captain habe ich kein Flugzeug, aber ich habe die Medaille, die Medaillon habe ich bekommen. Zoe Captain. Macht das einen Unterschied, wenn es in der oberen Reihe ist? Im Vergleich zu der hier oder der hier?
Ich weiß es nicht. Oh, und wir haben wieder zwei Missionen. Gut, dann speichere ich erst einmal. Wir müssen ja auch schon fast wieder noch einmal auf einen neuen Spielstand abspeichern, weil die Mission, um die nochmal zu spielen, dann, dass ich da alles schaffe. Aber nein, ich habe die Bonusmission freigeschalten. Ich schaue nochmal nach, nicht, dass ich wirklich so tue. Ja, zwei Missionen freigeschalten. Bonusmission freigeschalten, das heißt, ich überspeichere das einfach jetzt. Und zwar Attack on the Mine. Oder, ja genau, Mission 6. Dann, wenn ich jetzt hier nochmal auf meine Grafik schaue. Mission 7, Sledgehammer, ist dann die, die wir jetzt gerade gemacht haben. Ja. Aber es kurz überlegen müssen, weil da steht ja Mission Cleared, das heißt 6. Mission Cleared 6 heißt, ich bin jetzt dabei, Mission 7 anzufangen. Und damit verabschiede ich mich von euch für diese eine Folge und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann.